wünsche alles Gute, eine tolle Saison, wenig Verletzungen, viele Erfolge und vor allem gutes Durchhalten. Alles Gute an den Verein, ihr habt es sehr gut geschafft und ich bin echt stolz auf unseren Verein. Ich wünsche Ihnen in erster Linie viel Glück, Fortune. Ein Jahrhundert Rugby-Leidenschaft in Siemensstadt. Ein Meilenstein, der gebührend gefeiert werden muss. Wir sind sehr stolz auf unsere Rugby-Abteilung, auf unsere Rugby-Spieler und auch auf die vielen Veranstaltungen und die Bereicherungen, die wir hier durch sie erlebt haben. Das Jubiläumsfest stellt eine regelrechte Rugby-Fiesta dar, die vielfältige Unterhaltung für Menschen jeden Alters bietet. Mit einem Kinderturnier der U14 und einem spannenden Spiel zwischen Klein und Groß wird der Tag eröffnet. Diese besondere Begegnung betont nicht nur den sportlichen Wettkampf, sondern auch den unschätzbaren Wert von Teamgeist und Freude am Spiel. Schließlich reichen die Ursprünge dieser einzigartigen Abteilung bis ins Jahr 1923 zurück. Ziemlich überwältigend. Ich bin ja erst 10 Jahre jetzt dabei. Deswegen kann ich nur ahnen, was 100 Jahre Geschichte bedeuten. Aber 100 Jahre Rugby, 100 Jahre Vereinsleben, das ist schon bedeutsam. Und wie man sieht, es verbindet ja auch Generationen. Die Verschmelzung von Leidenschaft und Erfahrung wird in einem packenden Aufeinandertreffen zwischen dem SC Siemensstadt und den Berlin Bruisers deutlich, die in der neuen Rugby-Saison wieder als Spielgemeinschaft um Erfolge kämpfen werden. Man merkt, wir sind Freunde außerhalb vom Feld, aber wenn wir auf dem Feld sind, dann geben wir uns es trotzdem zu 100%. Und wir waren ein hartes Spiel, aber hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit den Siemensstädter zu spielen. Und wir waren geehrt, dass wir dafür eingeladen wurden. Auch die alten Herren, einst dominierende Spieler, beleben vergangene Zeiten und zeigen, dass die Rugby-Familie über Generationen hinweg stark bleibt. Ich glaube, man hat auch ein bisschen gesehen von draußen, ein paar Spielzüge. Ich glaube, war für alle Beteiligten nett. Aber ich glaube, für die Spieler, die haben sich am meisten gefreut. Jetzt wird die Sport gegen die Festkleidung getauscht. Denn der Höhepunkt des Tages ist die Abendveranstaltung. Hier versammeln sich neben Spielern und ihren Familien auch Ehrenmitglieder sowie der Präsident des Landessportbundes Berlin, Thomas Hertel. In gemütlicher Atmosphäre werden angeregte Gespräche geführt, Erinnerungen ausgetauscht und die Bedeutung des Sports für die Gemeinschaft reflektiert. Es ist eine tolle strategische Sportart und sie verdient sehr viel mehr Beachtung. Und das 100-jährige Jubiläum der Rugby-Abteilung von SC Siemensstadt sollte vielleicht auch ein Zeichen sein, sich stärker auch mal dieser Sportart wieder zu widmen. Dieses 100-jährige Jubiläum ist wahrhaftig eine Hommage an die Menschen, die die Abteilung zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Auf die nächsten 100 Jahre voller Sportgeist und Zusammenhalt beim ältesten Rugbyverein Berlins.